Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play-Folge mit dem Kev und dem Shadow, also, ja. Wie heißt du wieder? Hisense 3, genau. Hallo. Hi. So, wir sind, ja, echt oft am Spielen auf dem Server. Es sind auch andere, zum Beispiel der Knatrix. Knatrix, genau. Der Ghost Hunter, aber der ist jetzt gerade nicht hier. Und, Mann, ich habe hier kein Crafting Table hier oben. Das geht nicht. Das muss ich natürlich zuerst machen. So. Nein. Wenn man die Taste verwechselt, ist natürlich auch gut. Wir bauen heute ein bisschen und, ja, kräften noch ein bisschen. Zuerst. So, und dann suchen wir noch die zwei. Im Altersheim. Ja! Gut. Also, die erste Angel verzaumen mit Glück des Meeres 3, das ist eigentlich relativ gut. Und Haltbarkeit 3, das ist auch gut. Und dann Haltbarkeit Leute, 3. Ich hab euch alle Godmod gegeben. Ja, kein Godmod. Okay. Haben wir einen Amboss eigentlich schon gemacht? Glaube ich nicht. Hat jemand einen Amboss? Mhm. Dann komme ich zuerst mal zu dir und zeige auch noch kurz die Unterwasserbasis von dir. Ja, warte. Erst einmal. Da ist Kevs Wohnung. Da hat sie einen Klotz gebaut. Amboss. Ja, ich gehe jetzt mal rein in die Unterwasserbasis. Bitte. Okay. Ich bin hier vor deinem Haus. Ah, wir haben immer noch Level 36, wir könnten nochmal seine Augen verzaubern. Gut, danke. Ja, wo soll ich es platzieren? Ah, okay. Ich nehme es dann nach Hause, gell? Jo. Platzierst da. Kannst du mal die Tür aufmachen? Oder auf der anderen Seite, gell? Da auf der. Er hat natürlich schon ein bisschen mit World Edit und so gebaut. Ja. Weil du irgendwie nicht so Lust hast auf Survival Mode, das ist geil. Mhm. Ja. Okay. Da kann man noch Kopf anschlagen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Fly 3 oder 4. Nein, nicht Player Found. Fly, Speed. Ah, zuerst Fly, dann Speed. Speed 4. So. Ist man doch viel schneller. Bei Fly immer schnell fliegen und bei Game Mode 1 langsam fliegen. Jo, er hat hier diese Enderkristalle gemacht. Und das Nether führt in die World wieder. Also, ja, da müssen wir halt nochmal eine Bau-Nether machen hier. Yep. Und nicht dieses Nether benutzen, das ist für die Adventure Map. Der Ofen sieht cool aus. Mhm. Der gefällt mir. Okay, dann gehen wir zu Kev noch. Ich bin gerade nicht zu Hause. Okay, du bist. Farm. Slash. Home. Knatix ist in der Nähe, sonst habe ich keinen Home. Na, dann gehe ich zu dir wieder kurz zurück. Ah, du bist ein Neffe jetzt. Wow. Slash Home House und dann nach Norden fliegen, dann bin ich bei Ding. Aber zuerst tun wir mal die Angel. Genau. Sag schon. Verzaubern. What the fuck? Nein, zusammenschmieden. Die Angeln zusammenschmieden. 18 und 6. Okay, dann mache ich 6. Also die Angel, mit der Angel werde ich dann mal Fische fangen. Und jetzt gehen wir zu Kev. Auch wieder mit Fly. Damit ihr im Video natürlich nicht immer mit warten müsst, bis ich endlich mal Kev bin. Dann nehme ich hier das Haus gebaut. Und da jemand gegrieft hat bei Kevs Grundstück, haben wir diesen Klotz gebaut. Also der Hisense 3 hat das gebaut. Und da darf der Kev gerne etwas Schönes bauen. Hey, ich kann nicht mehr teleportieren. Okay.
Weil du vielleicht im Neffe bist oder so? Nee, bin ich nicht mehr. Ah ja, hinter dir, deinem Hauskäfer, hat es einen Tunnel. Kann der Weg neben dran vorbeigehen dann? Ah, jetzt doch. Hä? Also wie machen wir das jetzt, wenn man hier aus dem Tunnel kommt, der Weg hier entlang machen? Zu deinem Grundstück? Ja. Oder hier über eine Brücke? Zur Straße? Und ja, dieser Weg muss halt noch weitergeführt werden. Ich habe jetzt hier diesen Weg schon mal gemacht. Es ist nicht weit, aber ich war müde heute Morgen noch. Ist noch nicht fertig. Hier hat es zum Beispiel noch keinen Kies. Und ja, hier. Der Weg führt eigentlich zu meinem Haus und dann hier nach rechts weiter. Aha, okay, warte mal. Einfach der rote Wolle nach. Schauen, dass die rote Wolle immer in der Mitte ist, gell? So, dann machen wir frei aus, aber zuerst gehen wir mal in die Farmware. Zum Beispiel haben wir da einen neuen Home-Punkt gemacht. Peel to. Was ist Peel to? Pillage to. Das ist der. Peel to. So. Oh, Nacht. Kannst du schlafen, Kev? Ja, ich brauche. Ah, ich hab schon, okay. Ja, wir sind nur zwei, deshalb kann ich alleine schlafen. Machtest du lieber. Hm? Das mit dem Einbasten. Na, bevor ich da wieder was falsch mache bei der Straße, macht das. Ne, ich habe ja gesagt, die Wolle muss in der Mitte sein, also im mittleren. Wir haben ja 7 breite Straße und in der Mitte. Und pasten und so Sachen kannst du ja, musst einfach richtig markieren. Du hast halt immer wieder Probleme mit dem Markieren gemacht. Und deshalb war es so schwer. Ich habe das auch mit WordEdit gemacht, diese zwischen diese geraden Strecken. Nur die geraden. Die Schrägen musst du halt mit Hand machen. Weil das schon ein bisschen kompliziert ist mit dem. Aber ich verdauere dir. Sonst können wir halt einfach nochmal die. Das Backup laden, wenn du mal irgendwas richtig Falsches machst. Mhm. Ja, und wir sind auf der Suche nach einem Techniker, der sich ein bisschen auskennt mit Plugin einstellen und das mir erklären kann. Damit wir den Bug rausbekommen, dass die normalen Spiele nicht warpen dürfen. Das ist irgendwie Essentials X, genau. Was dort Probleme macht. Oder ein anderes Plugin macht mit Essentials X Probleme. Krager, auf welcher Höhe gehst du farmen? Also wenn ich meinen gehe, gehe ich auf 11. Weil Diamanten sind häufiger bis auf 12 Meter. Und dann hast du eigentlich noch so 13, wo man noch weniger hat. Weil 10 ist der Lava, also die Lava-Teiche. Und kannst du den Lautstärke bitte leiser machen, Shadow? Ich höre mich immer doppelt. Danke. Warte kurz, mach ich gleich. Jo, und da findest du eigentlich ziemlich viele. Also auf 12 nerven dich keine Lava sehen. Wenn du tiefer gehst, dann hast du einfach mehr Lava sehen. Ich glaube, das Lazenzie kann ich mit Eisenspitzhacke wegmachen, ne? Also was? Lapis Lazuli kannst du abheißen, ja. Ich habe früher immer auf 12 gefarmt, meint, und nie Diamanten gut gefunden. Deshalb auf 11, weil bei 10 unten sind die meisten Diamanten. Ja, so, ich bin jetzt gerade in einem großen Gebirge. Drago. Hä? Das müsstest du eigentlich machen, weil dieser. Also dann mache ich das einfach morgen wieder, wenn ich ein bisschen gelangweilt bin und der Server ist gerade. Mein Spiel ist gerade gecrashed. Naja, wahrscheinlich wird der Server wieder down sein. Ja, aber es könnte auch wegen den Mods, es ist nicht von 1.15.1 und 1.14 manche Mods und deshalb, ja. Ach, und falls jemand fragt, was mit Pixelmon los ist, ich mache jetzt einfach ein bisschen Pause, damit ich auf dem Server aktiver sein kann mit Mods.
Weil das Wechseln ist immer doof. Ich müsste irgendwie Multiverse oder Multicraft runterladen, aber das, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. So. Ich bin zwar beim Video noch dabei, aber ich gehe ein anderes Game, okay? Ja, kein Problem. Aber im Video bin ich dabei, okay? Ja, lass gerne reden, ja. Dann mache ich morgen eher zwei Folgen als heute. Ich bin auch ein bisschen müde und so. Nee. Und ich habe jetzt auch nicht so viel Bock auf Minecraft. Ah ja, ja, ist besser. Wenn man Kopfschmerzen mal, habe. Wie heißt es nochmal in YouTube? Ich? Drago Basel. Wie auf Discord. Was ist eigentlich der Vorteil von einem Schmelzofen, Drago? Der schmelzt Eisen und Gold schneller. Drago Blase, oder? Basler. Basler. B-A-S-L-E-R. Warte mal, B-A... S... S... L-E-R. L-R. E-R. Dass ich nämlich auch Moderator bin. Aha, ja, das muss ich dann im Livestream einstellen. Und in den, ja, in den Menüs ein bisschen zu schwer zu finden. Ist das WoW? Hä? Also wenn du Drago Basel eingibst, dann müsste ich eigentlich als Kanal kommen und nicht WoW. Na, da, das Spiel schaut aus wie WoW. Ja, also wenn du einen Kanal findest und auf Kanal klickst, dann bin ich's. Ich habe mal World of Warcraft kurz ein bisschen angeschaut, aber nicht so viele Folgen gemacht. Oh, danke schön fürs Follow. Ja, aber das Champion of Regnum. Ja, genau. Also du musst jetzt auf meinen Kanal gehen, um mich zu abonnieren oder zu... Das ist ja kein WoW, oder? Das ist eine Art WoW, einfach mit mehr RVR, also Real versus Real. Okay. Kostet das was? Nein, das ist kostenlos. Ganz komplett kostenlos. Außer für Reittiere und eventuell für EXP Boost oder so kannst du Geld ausgeben. Kannst du auch gerne mal mit mir zocken. Ich bin eigentlich schon immer wieder online dort. Ah, du bist jetzt online damit. Nein, ich bin jetzt in Minecraft online. Aber wenn ich wieder online bin, kann ich dich ja ein bisschen helfen, dir ein bisschen beibringen, wie das Game so geht. Okay. Ja, ich gehe jetzt mal in WoW rein, ne? Okay. Bin aber noch im Kanal drin und ich bin auch bei der Livestream dabei. Ja, also Aufnahme ist es, ja. Ja. So, ich dachte, ich könnte ein bisschen bauen, aber ich habe einfach zu viel Kopfschmerzen und irgendwie nicht so die Lust wegen der Straße bauen. Dann müssen wir ein paar Leute haben, die gerne Straßen bauen. Weil ich und er sind sowas von genervt ab diesem langweiligen Sitzen. Schweine. So, am Wochenende werde ich wahrscheinlich wieder streamen, wenn jetzt meine Kopfschmerzen schon wieder ein bisschen besser werden. Meistens dann eher so abends wahrscheinlich. Hast du jetzt aufgehört zu streamen? Nein, Aufnahme, ich bin noch in der Aufnahme. So. Leider sind immer die gleichen Biome gerade. Ich muss irgendwo einen Ort finden, wo es mal neue Biome hat. Also immer die häufigsten, das ist ein bisschen doof. Findet ihr nicht auch, dass es so selten die seltenen Biome gibt? Also das Eis-Spike-Biom, das habe ich jetzt mehrmals gefunden, aber das bringt ja auch kaum etwas, also wenn man mit Eis bauen will. Aber so ein Mäser oder ein Dschungel möchte ich gerne mal haben. Keine Ahnung, wo du einer ist. Gehen wir mal hier durch. Wir finden nichts. Nur Wald. Waldberge und Fichtenwald, also Tiger.
Oh, schöne Berge. Cool. Trago, wenn ich ein Feld im Berg mache, dann wächst das langsamer, ne? Also, na, also wenn du Fackellicht hast, dann ist das gar nicht genauso schnell. Also es geht ums Lichtlevel. Und das Lichtlevel siehst du mit F3. Und dann steht ganz unten irgendwo Client Light steht dort. Und das muss über 8 sein, damit es schnell nachlässt. Und dann hast du sozusagen genauso schnell wie draußen. Also wenn du jetzt runterbuddelst und dort anbaust, ist es genauso schnell Okay, wie bei an mir ist Oberfläche. 9. Also so Farmen kannst du ruhig machen unterirdisch. Das sieht man ja 15. nicht so. Ah ja, wir können ja noch die Erbegewählt dann bald machen, hä? Der Bau, die hat immer in der Stil, wo in der Nähe ist. Genau, wir können ja Plots dort machen. Habt ihr Lust, Plots zu erstellen? Ich bin gerade eher am Aber Bauen. Shadow? Ja, ist gerade weg. Also dann frage ich morgen auch noch die anderen. Gnatrix ist, glaube ich, jetzt in den Ferien oder so. Also, er hat ein Das bisschen hilft wenig nicht Bock. sehr. Ja, schade, dass die anderen auch in den Ferien sind. Wir sind jetzt gerade wieder wenig. Wir sind irgendwie so 5 oder 6 Stück gewesen an einem Tag oder mehreren Tagen. Und jetzt plötzlich wieder so wenig. Das ist halt Minecraft, das ist halt nicht immer so durchgehend motivierend. Also ich habe jetzt schon langsam ein bisschen zu viel wieder gezockt. Man merkt langsam, ja, ich kann mich nicht mehr so begeistern. Aber mit Freunden schon, aber es müssen halt schon mehr Freunde sein. Bist du in der Farmwelt? Wer? Du? Nee. Ich schlafe einfach mal. Ich bin in der normalen Welt. Ja. Also ich bin in der Spielwelt. Freebild, ja. Weil ich frage eigentlich immer wieder, da jemand vielleicht farmen will bei den Monstern oder so. Ich könnte hier diese Wracks noch plündern, aber ich habe irgendwie keine Lust. Obwohl ich eigentlich diese Meeresperlen brauche. Ah ja, wir müssen unbedingt eine Rüstung kräften, stimmt. Also wir haben jetzt 30 Level. Kann ich meinen Diamantbrustpanzer verzaubern? Wir haben ja genug Diamanten gefunden. Genau. So. Was haben wir denn für eine Dauer vom Video? 17 Minuten. 18 Minuten jetzt, okay. Da drüben ist irgendwas noch. Hä, ich habe Optifine nicht drin, stimmt. Optifine ist nicht drin wegen der Version. Ja. Schade. Ich kann nicht zoomen. Minus 5000 und plus 5400, 500. Schon weit gelaufen. Und da ist ein schönes Schiff, nur ist es sehr weit unten. Ja gut, die an Oberfläche können wir plündern, die haben ja nicht so scheiß Sumpfbewohner da, die ertrunken. Ah, ein Wassertempel. Oh je. Ich kann leider den Wassertempel noch nicht plündern. So schade, hey. Unglaublich schade. Minimap. Wie gehst du? So, okay. Gut. Den haben wir mal. Ah, endlich mal eine Eisebene. Aber da gibt es, glaube ich, nichts Besonderes. Da gibt es die Schneezombies und die Eisbären. Aber irgendwie etwas, ein Block oder so gibt es, glaube ich, dort nicht. So. Aber wir sind jetzt wieder im kalten Gebiet. Vorher waren wir im heißen Gebiet. Komisch.
Also diese Map ist sowas von verwirrend. Okay. Oh, ein Schiff. Ein Rock. Sehr gut. Dann blenden wir das mal kurz. Ja, diese Delfine. Gut, kommst. Komm zu mir, liebes Schiff. Oh, Dschungelholz, danke. Geh runter, tauch bitte. Und hier oben irgendwo noch. Das ist eine Kiste hier. Ach, geh mal weg, Bett. Unglaublich. Ja, sicher, wenn jetzt noch Sand wegpullen. Ein Kompass. Ja. Machen wir noch die Schatzkarte. Ja? Ach komm, weg. So. Gut. Die Schatzkarte rausnehmen. Wo haben wir den Schatz? Ja, direkt um die Ecke. Nicht mal 20 Meter. Ja, sicher unter diesem Block oder so. Ja, lass ich aber. Du musst irgendwo hier sein. Hä? Unter Wasser? Und wer ist denn das? So weit unter Wasser? Unglaublich. Unerhört. Ich glaube, den Schatz kann ich nicht holen, ohne auszutränke. Wasseratmung. Ach, ich muss es genau schauen, wo das ist. Also immer hinten am Kurser. Genau hier unten drin. Ja, sicher nicht dort, ey. Ach komm. Ich muss den Türbox benutzen wahrscheinlich. Ja. Zu viele Sachen. Ja, das geht wieder nicht. So. Weg, weg. Weg, weg. Der Türbug ist unter Wasser mega gut. Ist das nicht die Kiste? Hier vielleicht. Hä, wo ist denn diese Kiste? Hey, hallo, ich bin doch drin. Was ist denn diese Kiste? Ich brauche Hilfe. Ich mache das in Game Mode. Ist das verpackt, dass das hier oben drauf ist oder so? In die Richtung. Okay. Bauen wir hier mal wieder ab. Machen das hier unten hin.
schon fast am Verzweifeln, weil ich die Kiste nicht finde. Noch weiter in die Richtung. Schnell, lauf, schwimm. Ja. Lieber mal das Essen. So. Dann aber jetzt die Kiste finden, bitte. Ah, hier. Wow, die ist aber gefüllt, ey. Okay. Wir werfen weg das hier. Das hier. Die Kartoffeln nehmen wir. Jetzt mal suchen. Ach, kein Mensch. Zielen brauchen wir nicht mehr. Schwarzpulver brauchen wir auch nicht. Aha, deshalb war dieser Stein da. Und ich hab's gedacht, das ist eher nicht dort. So, jetzt nach oben. Schnell, 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 schnell. Gut. Wow, geschafft. Also dann. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.